Schwester Nancy und Dr. Ella Brand steht in der Notaufnahme ein emotionaler Fall bevor. Der querschnittsgelähmte Henry Seidel sitzt seit 2 Jahren im Rollstuhl. Heute war er mit seinem Freund unterwegs und stürzte schwer. Der 14-Jährige will zu dem Unfall aber nichts sagen. Da ist einmal der Henry, 14 Jahre. Ja. Ist seit ein paar Jahren, hat wohl einen Unfall gehabt. Vor ein paar Jahren ist im Rollstuhl, ne? Also eine komplette, den haben wir mitgebracht. Ah, ein kompletter klar. Querschnitt seit ein paar Jahren. Da war jetzt mit ein paar Freundinnen in der Kiesgrube gewesen. Da haben sie da irgendwie im Rolli, weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Mhm. Erzählen sie nicht so richtig. Auf jeden Fall ist er den Abgrund runter. Es waren ungefähr so 9 Meter, aber nicht komplett runter. 9 Meter? Sondern, ja, es war halt so schräg, wie halt so eine okay, Kiesgrube also, ist. Da steil runter. Genau. Da kommt gleich noch jemand. Das war sein Kumpel, der wollte ihm noch helfen. Der hat ihn dann mit den Abhang einmal runtergezogen. Der hat aber nur oberflächliche Schürfwunden. Da war die Mutter da gewesen. Okay. Der wollte noch gar nicht, dass wir noch ein RTW rufen. Der kommt gleich mit der Mutter. Mit der Mutter. Dem geht's soweit ja, gut. Okay. Also ein Patient kommt noch. Jetzt zu Henry vorgefunden. Er war wach ansprechbar gewesen. Kein ABC-Problem. Mhm. Er hat starke Schmerzen an der Schulter. Ja, sieht man schon hier. Genau. Ich habe ihm 10 Mikrogramm Sofent dagegen die Schmerzen bekommen. Deswegen okay. ist er auch ein bisschen müde. Ja. Initial ein starker Schmerz an der Schulter und am Oberarm, ein Druckschmerz. Thorax war stabil, Bauch war weich gewesen, Oberschenkel sind stabil. Zu den Beinen ist halt kein Gefühl, kann okay. ich nichts sagen. Weil wir uns unsicher waren, haben wir einmal komplett ja. immobilisiert okay. und das volle Programm sind gemacht. Sind die Angehörigen informiert? Genau, wollte ich ja gerade noch sagen, die Mutter wurde über die Leitstelle informiert, die kommt wohl gleich vorbei. Ansonsten keine Allergien bekannt und die Vorerkrankung, wie gesagt, okay. wohl eine, die, alles diese... Gut. Okay. Dass er die Lähmung ist. Haben wir auch super. Einmal abgenommen. Super. Wir wurden gerade zu einem Einsatz in eine Kiesgrube gerufen, wo 2 Jugendliche verunfallt sind. Einer war nur leicht verletzt. Bei dem anderen dachten wir zunächst, dass er eine schwerwiegende Verletzung der Wirbelsäule erlitten haben könnte, da er die Beine nicht bewegen konnte. Relativ schnell hat sich aber herausgestellt, dass er wohl schon vorher im Rollstuhl saß und aus ungeklärter Ursache mit seinem Kumpel die Böschung herunterrollte. So richtig sagen wollte das niemand. Zumal hatte er noch eine Verletzung am Oberarm, ein Bruch war da nicht auszuschließen und ein Cut am, also eine Kopfplatzwunde, wo man auch ein Schädel-Hirntrauma nicht ausschließen kann. Aus diesem Grund haben wir ihn immobilisiert auf einer Vakuummatratze und schnellstmöglich in die Klinik gebracht, um dort weitere Diagnostik zu machen. Aber ansonsten, okay. Pupillen waren auch gleich gewesen, ja, keine Widrigkeiten mehr abbrechen. So, alles Gute, ne? Okay. Tschüss, alles Gute. Achtung, tschüss, ja, bei euch. Protokoll liegt hier, ne? Tschüss. Henry, kannst du mir kurz erzählen, wie das passiert ist? Nee. Nicht. Ich guck jetzt noch mal in deine Augen, in deine Pupillen. Ich bin noch nicht so weit. Nee, ich mach grad. Augen auflassen. Okay, das ist schon mal ganz gut. Die sind gleich. Ich werde jetzt mal hier am Brustkorb drücken. Ja, und du sagst mir, ob das weh tut oder nicht. Mhm. Ist das okay? Gut. Die Mutter des Jungen erreicht die Klinik. Seit ihr Sohn durch einen Autounfall vor 2 Jahren querschnittsgelähmt ist, sorgt sie sich ständig um ihr einziges Kind. Aber auch ihr sagt Henry nichts. Ich kann Ihnen gar nicht furchtbar viel sagen. Er teilt sich nicht richtig mit. Ich weiß nur vom Notarzt, dass er gefunden wurde in einer Kiesgrube. Da ist er wohl mit einem Rollstuhl abgerutscht, runtergefallen. Es gibt auch noch einen Freund, der jetzt gleich kommt. Schatz, was ist passiert? So. Henry, bitte sag mir, was passiert ist. Warum warst du in der Kiesgrube? Ich muss jetzt einmal ganz kurz einen Ultraschall machen. Ein Stück genau ja? zur Seite. Eine sogenannte Fast-Ultraschall-Untersuchung gehört immer dazu, um zu sehen, ob eventuell innere Organe verletzt sind und sich freie Flüssigkeit im Bauch befindet. Freie Flüssigkeit ist nicht im Bauch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hat schon jemand beim CT angerufen? Oder noch jetzt nicht? Müssen wir aber, weil wir nicht genau wissen, wo, wie, was hier noch alles verletzt ist, wird er jetzt ins CT kommen müssen. Ja? Spirale. Ja, ich ja? An, einmal anrufen, damit wir herausfinden können, ob noch weitere Sachen gebrochen sind oder irgendwas im Kopf auch ist. Ne? Ich meine, die Pupillen, die sind gleich. Da ist kein Hinweis zunächst auf eine Verletzung. Aber man muss halt immer davon ausgehen, dass möglicherweise was ist. Und das müssen wir abklären. Ja, wir können durch. Ja? Fraglich ist, ob der beste Freund Johannes Krämer den Unfall verursacht hat. Vielleicht schweigt Henry, um ihn zu schützen. Die Ärztin will auch ihn behandeln und im Beisein seiner Mutter befragen. Dabei gewesen ja, ist der Freund ich war dabei, oder ja. wie ist das? Ja, ich war dabei. Ja, okay. Und kannst du uns noch was dazu sagen?
Ja. Nee. Er sagt nichts. Ich habe ihn gefragt. Hast du was nichts damit zu tun? Du musst mir das sagen. Nein, wir müssen jetzt einmal hier durch. Ja? So klären wir die Situation jetzt auch nicht auf. Die Situation bzw. die Stimmung zwischen den beiden Müttern, der Mama von Henry und von Johannes, die war natürlich schon arg angespannt, weil die Mama von Henry natürlich vermutet hat, dass Johannes was mit dem ganzen Unfall zu tun hat und vielleicht sogar der Unfallverursacher ist. Das ist alles ein bisschen viel gerade. Viel zu viel für mich gerade. Ja. Mir kommen alte Bilder wieder hoch. Genau alte vor Bilder. Zwei Jahren habe ich schon mal den Anruf bekommen. Und ja. Damals hat er... Versuchen Sie mal ruhig zu atmen. Erzählen Sie mal, was ist los? Vor zwei Jahren habe ich einen Anruf bekommen. Ja. Und dann hat er bei einer Bekannten im Auto gesessen und die... Und der Wagen wurde von einem LKW gerammt und er saß hinten. Okay, und das kommt jetzt alles wieder hoch, ja? Ja, und ist ja auch eine dumme, das ist eine schlimme Situation. Er wurde notoperiert und damals hat man uns dann gesagt, dass er Schäden an der Wirbelsäule hat und nie wieder laufen kann. Er sitzt im Rollstuhl seit zwei Jahren und ich habe mir einfach... Ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich mir ständig Sorgen mache. Ich ist ja auch verständlich. Ich wache nachts auf und gucke, ob er in seinem Bett liegt. Ich kann das nicht ertragen, wenn er alleine unterwegs ist. Er ist 14 Jahre alt. Ja. Und haben Sie denn auch jemanden, mit dem Sie über diese ganzen Gefühle reden können? Natürlich, mein Mann ist natürlich auch da. Ja. Er ist natürlich viel auf Geschäftsreise. Ja. Und also ist natürlich schon nicht viel immer da. Und deswegen fühle ich mich für ihn noch mehr verantwortlich. Da sind Sie schon viel alleine auch mit der ganzen Situation und mit diesen ganzen Emotionen und mit der Sorge, die Sie ständig um ihn haben. Ne? Ja. Aber wir versuchen jetzt mal, den Teufel nicht an die Wand zu malen. Ja? Ich weiß, es ist jetzt vielleicht leicht gesagt für mich. Ich verstehe, dass Sie machen sich ganz, ganz dolle Sorgen um Ihren Sohn. Aber vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm. Ich habe halt Angst, dass die Freunde ihn da nicht so annehmen, wie es früher war, wie er noch laufen konnte. Haben Sie denn das Gefühl, dass er da irgendwie nicht so ankommt bei seinen Freunden? Ja, eigentlich nicht. Ja, sie kommen halt, er hat ganz tolle Freunde vorher wie nachher, aber ich weiß halt nicht, die sind 14 Jahre alt und ich finde, die können die Situation nicht einschätzen. Und wenn ich jetzt hören muss, dass die im Kiesbett waren, wo man mit dem Rollstuhl überhaupt nicht fahren kann und alles, dann denke ich einfach, dass das Verantwortungsgefühl von den Kindern einfach noch nicht da ist und das abschätzen können, welche Gefahren dahinter stehen. Das sind Jugendliche, ne? Die neigen ja zu leichtsinnigen Aktionen, leider. Ja. Die Mama von Henry hat mir dann, als wir im Flur zusammengesessen haben, erzählt, wie es zu diesem Unfall von vor zwei Jahren gekommen ist, der jetzt dazu geführt hat, dass der Junge im Rollstuhl sitzt. Man muss sich das vorstellen, sie hat ja ein gesundes Kind geboren und durch so einen Unfall sitzt er jetzt im Rollstuhl, ist an den quasi gefesselt, um das mal so zu sagen. Man will dann ja eigentlich nur beschützen und behüten, weil man in der Situation ja auch machtlos ist. Man konnte in der Situation nicht da sein, nicht helfen. Und das hat sie jetzt wieder erlebt. Und obendrauf hat sie das natürlich auch noch ein bisschen in die Situation auch zurückkatapultiert, die vor zwei Jahren stattgefunden hat. Wie lange kennt ihr euch? Ich kenne sie ewig. Und kannst du der Mama von Henry vielleicht helfen, das ein bisschen aufzuklären? Also ich habe damit auf jeden Fall oder nichts zu tun. Oder darfst du nichts sagen? Also ich habe ihm versprochen, nichts zu sagen. Und ich habe auf jeden Fall damit nichts versprochen, nichts zu sagen. Ich mache mir Sorgen. Verstehst du das nicht? Ich habe damit auf jeden Fall nichts zu tun. Er sitzt im Rollstuhl. Er ist nicht so beweglich wie du. Ich weiß, aber er gehört ja trotzdem zu uns. Ich würde ihm niemals was tun, auch der Rest der Clique nicht. Johannes hatte Gott sei Dank nur oberflächliche Schürfwunden sich zugezogen. Die wurden gesäubert und versorgt und das waren also mehr Bagatellverletzungen als irgendwas Ernstes. Da ist der junge Mann wieder. Perfekt. Habt ihr Bilder mitgebracht? Ja, die sind hier. Super. Danke. Ja. Ah, wunderbar. Henry? Bis später. Wie geht's dir? Ja? Gut. Okay, Stiffnick ist schon weg. Ja? Jetzt gucken wir mal gerade auf die Bilder. Aber ich habe auch schon gehört, ja, also am Schädel, Gehirn ist nichts. Gute Nachricht, ja? Und jetzt müssen wir gucken, er hat ja hier auch die Hämatom und hier tut's, ja, genau. So, und da kann man eigentlich auch wirklich ganz gut erkennen, dass es letztendlich nur hier um diese kleine Fissur geht. Ja. Ja? Also der Oberarm, der ist nur angebrochen.
Und das ist das Glück im Unglück. Es muss nicht operiert werden. Das wird eine schwere Schulterprellung sein, die wir dann aber auch behandeln und kühlen und mit Salbe behandeln. Muss er denn hier bleiben noch? Oder? Ja, also für eine Nacht auf jeden Fall. Es können vielleicht auch zwei oder drei werden. Aber es ist sozusagen nichts passiert. Eine Frage ist aber noch offen. Es ist immer noch nicht klar, was den Unfall verursacht hat. War es Leichtsinn oder gar der beste Freund? Die Ärztin will jetzt unter vier Augen mit Henry sprechen, um zu erfahren, wie das Unglück passiert ist. Aber jetzt sag mal, was passiert ist. Sag's uns wenigstens. Also wir unterlegen da. Mit dem Unfall von vor zwei Jahren ist meine Mutter immer übervorsichtig und passt immer auf mich auf und verbietet mir alles. Und ich bin, heute bin ich einfach nur mit Johannes an der Kiesgrube gewesen und wir haben ein bisschen mit dem Rollstuhl geübt. Und dann bin ich halt diese Klippe abgerutscht und runtergefallen. Johannes wollte noch mich greifen, meinen Rollstuhl greifen, ist dann aber auch mit runtergefallen. Ja, und aber da ist nirgendwo Johannes seine Schuld. Ja, und ich habe halt irgendwie Angst, wenn ich das jetzt meiner Mutter sage, dass ich nie wieder rausgehen darf. Also, dass sie noch mehr verbietet. Genau. Als Henry den Autounfall erlitten hat, war er ja 12 Jahre alt, also vor der Pubertät. Und er hat es aber geschafft, mit seiner Behinderung klarzukommen. Und natürlich will auch ein 14-Jähriger so normal wie möglich sein Leben leben. Nee, Mama, weißt du, weil ich möchte auch meine Freiheiten haben. Weißt du, du kannst mir nicht alles verbieten. Mir geht's doch super eigentlich gerade, weißt du? Ist ja jetzt nicht so, als würde ich hier eine Behinderung im Kopf zugezogen haben. Nein, das verstehe ich auch. Aber guck mal, jetzt, du bist ja auch auf deine Arme angewiesen, wenn du im Rollstuhl sitzt. Und jetzt, ich mein's doch nicht böse. Ich mache mir einfach nur Sorgen, dass... Das mit dem Arm, das wird keine große Einschränkung sein. Also ich glaube, es ist einfach dann doch wichtig, ihn so auch zu lassen, so wie er ist. Ich halte ihn für absolut tough. Ja? Er hat Freunde, die halten zusammen, keiner erzählt was, eigentlich auch gut. Ja? Man muss da zwar ein bisschen arbeiten, aber also ich finde, dafür, dass er im Rollstuhl sitzt, benimmt er sich doch eigentlich wie alle anderen. Und die Freiheit, denke ich, das ist schon wichtig, dass man ihm die dann auch vielleicht lässt. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, ne? Wie, dass sie natürlich in ihren Überängsten, so kann man das ja schon fast sagen, sich auch professionelle Hilfe holen können. Und ich denke, das wird ihnen ganz gut helfen. Ich glaube, ja. Also vielleicht muss ich das wirklich mal machen. Er wurde damals auch psychologisch betreut und es hat ihm ja auch geholfen. Mein Mann ist da auch wesentlich entspannter, was das angeht. Aber ich mache mir halt so viele Sorgen, das weiß ich auch. Und, Aber hatten Sie sich dafür auch schon mal ein bisschen Hilfe? Bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, das wird jetzt höchste Zeit. Ja. Für die Zukunft, denke ich, ist es ganz wichtig, dass sie sich professionelle Hilfe sucht im Rahmen einer Therapie, um ihre Ängste zu bearbeiten und damit einfach mehr Freiraum auch ihrem Sohn zu lassen. Ich komme nachher wieder, Schatz. Ja? Ja. Ruh dich erstmal aus. Ja. Ja. Okay. Henrys Oberarm wird eingegipst. Der Schüler kann die Klinik schon zwei Tage später verlassen. Der Bruch und seine Kopfplatzwunde verheilen schnell. Seine Mutter lässt ihrem Sohn von nun an mehr Freiheiten.